Frachter auf dem Wege von Amsterdam nach Stettin. Die Aktuelle ist 87 Meter lang, 15 Meter breit, 5,70 Meter Tiefgang, läuft unter holländischer Flagge, wurde auch in Holland gebaut. Die Agro Valley kann rund 5.000 Tonnen Ladung aufnehmen.
Bianca Rambo. Die Bianca Rambo kommt jetzt von Helsingborg in Schweden auf den Weg nach Hamburg. Sie ist 134 Meter lang, 23 Meter breit, 97 der Tiefgang. Sie wurde 2004 auf der Sieterswerft in Hamburg-Neuenfelde für deutsche Rechnung gebaut und sie läuft auch unter deutscher Flagge. Sie hat eine Maschinenleistung von 7.995 Kilowatt, eine Reisegeschwindigkeit von 18 Knoten und sie kann 868 Standardcontainer aufnehmen. Viele der Container, die Sie jetzt an Bord haben, zum Beispiel die weißen, das sind fast alles Kühlcontainer, die werden leer sein. Die transportiert also nicht nur volle Container, sondern auch leere Container zurück nach Hamburg, wo sie dann auf die großen Containerschiffe wieder verladen werden, die sie dann mitnehmen in die Karibik oder in die weite Welt, um dort wieder Kühlladung aufzunehmen.
Thank you.
selbstständig von den Philippinen nach Hamburg gemacht. Durch den Suez, Mittelmeer und durch den Englischen Kanal Richtung Hamburg eine 4-Wochen-Reise mit Unterbrechung zum Bunkern und Richtig unten drunter schauen. Jetzt nur kurz in Cuxhaven stoppen und dann gleich wieder weiter nach Hamburg. Nach Helmut. Nee, nee. Achso, du wolltest da raus. Okay. Ich finde, ja. Hey, das ist was. Danke.
gibt es zum Frühstück da ein Varianten mit Himbeeren drin. Wie heißt die kleinen? Nein, die kleinen Runden. Die Runden? Mit Papier. Muffins. Muffins. Die kriegst du dann zum Frühstück. Du kriegst kein Brot, du kriegst Muffins. Thank you.
kommt aus Eimeuden und will durch den Nordostseekanal nach Riga. Sie ist 162 Meter lang, 64 Meter breit und hat einen Tiefgang von 6,9 Metern. Sie fährt unter der Flagge von Portugal mit Heimathafen Madeira und wurde im Jahr 2000 in Polen gebaut. Die Maschinenleistung beträgt 7.860 Knoten, die Tragfähigkeit 21.871 Tonnen. Sie fährt ebenfalls mit einer Geschwindigkeit von ca. 7 Knoten.
Eins.